First Leg ist Marcel to draw first. Game on. Ja, und Jochen sagt mir immer wieder, wie wichtig das Ausbullen für ihn ist. Einfach so, okay. Um, ja, mental vor allem. Ja, verstehe ich schon, ja. So, 100. So eine Partie ist das, glaube ich, schon auch entscheidend, ob du dann ein Leg mehr oder weniger anwerfen kannst. Ja, und wenn es einen Decider gibt, dann ist es ja nicht nur 28. mental. Also, ja, wenn, klar. Wenn oder beide über 80 spielen, dann spielt es schon eine Rolle, wer anwirft. Ja, also gerade vorhin den beiden Partien glaube ich schon, dass das ein Vorteil war 125. für die Person, die anwerfen durfte. So, Marc, es ist wieder einmal Prediction Time. 85. Was denkst du, wie wird das Spiel ausgehen und natürlich auch die genaue Anzahl der gewonnenen Legs? Wenn du 100 bist, kann auch ich starten. Also fang an. Ich denke, Marcel macht es und zwar ziemlich deutlich. Ich tippe auf ein 6-3. Immer noch. Immer noch, ja, trotz der wunderschönen 180 von Jochen. Ich weiß nicht, aber Marcel macht auf mich 140. Einen so. Ja, was soll ich sagen? Er steht auf Tops nach 12, ja. Auf Doppel 18. Und auch so fokussierten Eindruck. Ja, das habe ich gesucht. Und back 140. To back. Ja, fast. Marcel, you require 36. Doppel 18. Game shot in the first leg. Marcel Valpen. 10 Data zum Start in dieses Finale. Second leg is Jochen to throw first. Game on. Also, mein Tipp. Ich weiß einfach nicht, ob Jochen das nochmal so durchziehen kann. Ich glaube eben genau nicht, weil, ja... Weil, wenn er es kann, dann hat er eine Chance. Klar, also wenn er das Spiel von vorher 140. Noch einmal so spielt, mit dieser Scoring-Power, die Doppel dann auch trifft, dann ist das ein ausgeglichenes Spiel, auf jeden Fall. Aber für mich Cello 60. Der klare Favorit. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe so das Gefühl... Es wird eine deutliche Sache. Ja, ich irgendwie auch, ehrlich gesagt. Also ich sag mal 6-2. Ja, 6-2. Okay. Ich glaube, das war die erste Aufnahme ohne Triple. Ja, gefühlt schon und wahrscheinlich effektiv, ja. Bis auf das Checkout. 40. Seine Frau für einmal nicht dabei, oder? Ja, genau das dachte ich vorher auch. Hat wahrscheinlich damit zu tun... 58. Dass sie sich um Joel Breitemann so gekümmert hat und mit ihm auch so ins Spital fuhr. Aber ihm geht es ja nicht wieder gut, darum, ja, vielleicht hat sie auch etwas vor, keine Ahnung. Ja, 140. Also wäre jetzt auch mal verständlich, wenn sie einmal nicht dabei wäre. So, Jochen wieder zurück in diesem Leg, hat zwar die Anwurfdarts sozusagen abgegeben. 58. Aber... Kein Triple von Cello. Ja, 140. Dafür jetzt zwei Triple. Ja. Und Jochen 160 zum zweiten. Das kennen wir doch. Nein, schade. Das wäre jetzt fast 95. Zu viel gewesen, aber 95 genau, zumindest Druck da, Doppel 16. Oh, den kann einen hat er noch. Oder? 14. Nein, der ist nicht drin. Okay, rechts Jochen davon Uruguay hat es tatsächlich noch Platz gehabt. Single Bull Tops, ja. Kann eigentlich nur diesen Weg geben. Oh ja. Doppel 10. Das ist ein wichtiger Dart. 45. Oh. Das war ein einfach um anzukommen in diesem Finale. Ja, denn er spielt gut. Spielt gute Pfeile, aber. Aber Cello muss auch zuerst. Game shot in the second leg. Ja, schau dir die Reaktion an. Er weiß genau. Ja, dieses Lachen, das ist dann. Third leg is Marcel to throw first. Ja. Game on. Ich habe weniger Freude. Und die Tochter von Jochen gerade rechtzeitig zum Finale gekommen. Im Hintergrund. Ja, stimmt. 60. Ja, das ist natürlich schon auch cool hier.
wenn man Kinder hat, kann man die sehr gut mitnehmen in den Swiss Holidays Park. Gibt es genügend 140. Unterhaltung für die Kleinen. Ah, da kommt auch noch die zweite Tochter, auch mit Frau, respektive der Mutter. 26. Oh, ein ganz ungewöhnliches Bild, die Waschmaschine für Cello. Gibt mir ein gutes Gefühl. Ja, ja. Oh, 60. Kann ich mich nur zu gut daran erinnern an die Anfangszeiten, wo immer wieder Waschmaschinen gefallen sind. Mittlerweile nicht mehr so oft im Stream zu sehen. 60. So, jetzt beide ohne Dribble. Mit, ja, beide zweimal ohne Dribble. Jetzt kommt sogar noch die frühere Generation Graudenz. Dass die Eltern von der Vater, den kenne ich, und das wird, ja, muss die Mutter sein. Gehe ich auch mal davon aus. Werden auch bereits herzlich willkommen geheißen. Unglaublich, ja. So, entsprechend muss sich jetzt Jochen natürlich auch bemühen. 100. Ich glaube, eine Niederlage, das würde schon wehtun. Die ganze Fangemeinde da ist. Da freut er sich auch. Aber in dem 85. Lag sieht es jetzt wirklich gut aus. Ja, Cello vom Scoring nicht mehr ganz so konstant wie in den Lags zuvor. Nein. Jochen hat wieder die 160 stehen. Und dieses Mal 140. Stellt er sich auch sehr gut. Oh, 140 sogar, okay. Ja, ich weiß nicht, ob die 100 vielleicht sogar was besser gewesen wäre. Ja, meinst du? 84. Ja, schwierig zu sagen. So hat er einen Dart in Uruguay 20. Ja, das stimmt. Aber du bist schnell auf der Doppel 5, die ja, vielleicht nicht so beliebt ist. Game aber Jochen Graudenz. Du hast natürlich völlig recht, den dritten Pfeil hat er benötigt. First. Für das Jackpot. Game on. Aber auch hier wieder ein 44. Klasse Spiel zwischen den beiden. Auch wenn das Niveau klein wenig tiefer ist als noch im Halbfinale. Aber Cello sieht nach wie vor äußerst fokussiert aus. Ich glaube nicht, dass der jetzt hier groß 59. nachlassen wird. Ja, im Gegenteil, wie es aussieht. Achtung, Cello. 180. Klasse, 180 von Cello. Marcel Walpen. Gegen den Anwurf auch noch von Jochen. 41. Das ist schon richtig stark. Hatte Cello schon immer den MyDarts Kleber auf seinem Shirt? Seit Luzern, ja. Seit Luzern. 140. Ja, und auch hier erneut. Brutales Leg von Cello nach 9 Pfeilen auf 81 Punkten Restmark. Das könnte ein 11-Darter werden. Marcel Uruguay 81. Oh ja. Doppel 12. 57. Lässt aus. Aber Jochen steht noch gar nirgends in diesem Leg. Ja, verständlich, wenn dein Gegner fast einen 12-Darter spielt. Ja, gut, aber. Er hatte ja Anwurf. Aber ja, ich gebe dir recht, da könnte ja schon mindestens mal im Finish-Bereich sein. Oh, das ist ja schon wieder ein sehr enger Dart. Kann er den nutzen? Ja. Game Shot in the fourth leg. Marcel Walpen. 14 Darter, Marcel Walpen. Sein Average geht nach oben. Jochens geht nach unten. Game on. 3-1, braucht drei weitere Legs zum mittlerweile vierten Turniersieg. Fünfter. Zweimal Schaffhausen, einmal Morschach, einmal Luzern war es, glaube ich. Ja, Rick ist auf jeden Fall auch einmal. Fünfter Turniersieg wäre das 60. mittlerweile. Erst der fünfte, ich habe so das Gefühl, er hat schon mehr gewonnen. Ja, er hat ja auch ein paar Mal gefehlt jetzt. Sonst wäre es schon mehr wahrscheinlich. 140. Ja.
Ja, und eben, wie gesagt, gefühlt schon länger her, aber so lange ist es ja nicht, noch gar nichts her. 96. Ja, aber ich finde es wirklich sehr schön, wie sich Cello da immer wieder auch pushen kann und ja, da nicht ja, sich damit zufrieden gibt, 100. Dass er da schon ein, zwei Turniersiege hat, sondern es immer weiter auch Gas gibt. Das ist schon, ja, schon sehr schön. Ja, und speziell in der nächsten Saison, wo dann die Order of Merit nicht nur als 60. Sitzliste dient, sondern auch, ja, auch wieder für die Q-School, aber vor allem für die Premier League. Ja. Speziell dann wird er wahrscheinlich jedes 100. Turnier spielen, sofern... Marcel Uruguay 141. Außer er ist schon fix qualifiziert und er hat wirklich viel Besseres zu tun, aber kann ich mir nicht vorstellen. 105. Perfekt gestellt, Doppel 18. Jochen braucht das High Finish. Nicht mehr möglich. Nein. 40. Nur 40. Marcel Punkte. Uruguay 36. Doppel 18, Marcel Walpen zum 4-1. Ich glaube, unsere Prognose. Game shot and a fifth leg. Oh, ja. Marcel Walpen. War gar nicht so falsch. Die war definitiv nicht so schlecht. Und ich habe da gerade noch mal kurz in den Chat geschaut. Roman Hensch war da sich zu 100% yeah. sicher, dass Jochen gewinnt. Gut, das ist ja auch noch nicht vorbei, aber ich sag mal, irgendwie 83. ist Marcel Walpen der Angstgegner von Jochen, findest du nicht? Ja, ja. Hat er ihn schon mal geschlagen? Ich glaube nicht. Also auch bei der Q-School sind sie ja sogar aufeinander getroffen. Stimmt, dort gab es einen 100. Decider. Ja, das stimmt. Das war extrem spannend. Ja, Roman hat 6-4 getippt. Also 5 Legs jetzt in Folge von Jochen. Und der Tipp würde stimmen. 68. Aber nein, ich kann mir das nicht vorstellen. Marcel wird hier seinen 5. Turniersieg eintüten. 100. Ja, stimmt, ich habe vorhin gerade noch mal kurz nachgeschaut. Die ersten 3 Turniere hat er gewonnen. Genau, ja. Und ich glaube, da haben wir uns schon gedacht, so, ja, so, super, wird eine spannende Saison. Aber seit dort wirklich 140. immer wieder auch verschiedene Turniersieger. Das ja, aber eben, weil Walpen immer wieder fehlte. Weil danach, ja, klar. Danach war es dann Rocco, okay, dort war er dabei. Danach war der Weltmeisterschaft-Qualifier. 180, stark. Dann hat er gefehlt, dann hat er in Luzern wieder gespielt, wieder eins gewonnen. Also man kann dann sagen, gegen Billy. Ja, 60. Er hat immer gewonnen, wenn er gespielt hat. Also mindestens ein Turnier an dem Wochenende bis jetzt. Ja, ja. Immer mindestens eines, ja. Also keine schlechte Ausbeute. Und es sieht auch jetzt 57. sehr, sehr gut aus. Jochen 150, dreimal Bulllaufen. Nein, kann er nicht machen, oder? Nein. Also kann er also natürlich schon. Wäre es ja nur logisch 100. gewesen. Marcel Uruguay 64. Marcel Walpen, Triple 8, Triple 16. Doppel 16 zum 5-1. 32. Kleiner Matchstart war das. Jochen Uruguay 50. Stellt er um, geht er drauf. Doppel 15 jetzt. Das ist... ungünstig. Ja. Auch wie der steckt. Oh, 20. Nein. Das hat er sich verbockt. Marcel Uruguay 32. Und der wäre so wichtig gewesen. Jetzt ist es erneut die Doppel 16 für Cello. Doppel 8, wie schon einmal in diesem Finale mit dem letzten. Hat sich dann nochmal neu fokussiert. Ja. Game Shot in a sixth leg. Oh, ja. Marcel Walpen. Entschuldigt sich hier für einen 18-Darter. Ich kann das nicht fassen. Ja. Seventh leg ist Marcel ja. Draw first. Also so ein großer Stil war das. Game on. Absolut nicht, nein. Jochen hat einfach verpasst, aber ja. Es ist ja... war jetzt nicht so schlimm. In Maniere und, von Johnny Clayton hier, Marcel Walpen, ja. Patrick Bass im ja. Hintergrund im Stream am Zuschauen. 22. Oder? Nein, Nein, Patrick ist nicht hier. Ah, stimmt, das ist unser... Das geht nicht ganz auf. Ah, stimmt. Ja, ich verwechsel die beiden immer wieder. Kannst nur hoffen, dass sein Holländisch 81. nicht... oder sein Deutsch nicht gut genug ist, dass er es versteht. Ja, und sonst... Ja, wäre auch schlimm. Ja, kann passieren, Entschuldigung.
Hat auch nochmal in den Chat geschrieben, nur zwei Spieler haben dieser Saison geschlagen, Jost und Belmont. Ja. Belmont, dann versteht er eben doch ein bisschen Deutsch, habe ich das Gefühl. Oder ja, ja, er hat, definitiv Jochen zugehört. Hier, 140. Jost, es ist noch nicht vorbei, ja, diese Partie. Es ist nicht vorbei, aber... Aber entschieden. Es ist kaum vorstellbar, dass hier noch 5 weitere Legs gespielt werden. Aber du weißt nie, ich meine, Patrick Ganter gegen Sven Hofmann, 5-1, ja, 6-5, ja, es aber, kann passieren. Aber Marcel Walpen ist nicht Sven Hofmann, ja, weißt du, ja, was ich meine? Das ist einfach eine andere Qualität. Klar, aber du weißt es nie. Vielleicht bricht ihm ein Pfeil auseinander 58. Und dann muss er den Pfeil wechseln und dann gibt nichts mehr. Ja, ich bin natürlich bei dir. Es wird schwierig. Sven Hofmann heute übrigens abwesend. Heute 85. Fand ja noch ein Jugendturnier statt. Ah, okay. Stimmt. Auch in, ja, in der Innerschweiz. Den habe ich auch in Altstetten vermisst. Ja, aber dort kann... Oder was war da schon wieder? 125. Jochen Uruguay 110. Nicht. Vielleicht auch SDA 110. So, Tribu 15 für Tops. 90. Ja, spielt ja auch keine Rolle, aber Marcel Walpen zumindest checkt diese 168 nicht, weil es gar nicht geht. Ja, da würde ich große Augen machen, wenn er die jetzt auschecken würde. 60. Also wir sehen hier 20. Mindestens ein weiteres Leg, wenn Jochen jetzt Doppel 10 checkt, was er Jochen tut. Grauden. Und zwar sogar ein Break. Ja, stimmt, war sogar ein Break. Beide über 80 im Average und ja, bei 3-5. Da ist es eigentlich ja nur noch ein Break. Ja, du hast recht, also auch jetzt ist es noch ein Break. Ja. Ja, ja gut, er müsste dann 85. Zwar einen Decider breaken, dann kommt ja eben genau das Ausbullen. Ja, richtig, Zuge. Ja. Schwierig, schwierig. Für mich sind alle Angstgegner. Wer sagt das? Weiß nicht, Mr. Captain. Ich weiß nicht, wer. Ah, weiß ich auch nicht. 100. Aber ja, auch, auch verständlich. So, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht hat man uns da gerade nicht 60. Mehr so gut gehört. Jetzt sollte auf jeden Fall alles wieder passen. Ja, genau, da wurde auch bereits schon reingeschrieben. 140. Entschuldigt bitte. Einen kurzen Ausfall. Jochen, ja, meldet sich da schon wieder ein wenig zurück in dieses... Platon. Ja gut, ein Punkt könnte er verkraften. Fällt vielleicht noch raus. Ja, doch, ja gut, er stellt sich somit schön gerade, vielleicht deswegen. Ja, war ihm vielleicht noch wichtig. Aber Jochen... 140 würde ihm Doppel 18 lassen, perfekt. Wow, schon wieder nach sehr, sehr starkes Leck. Pfeilen auf 36 Punkten Rest. Das muss eigentlich das 5-3 sein. Ist der drin? 140 würde ihm ein Finish lassen, ja? Ja. Jochen vielleicht Uruguay jetzt 36. Die 140 von Cello, aber ich glaube, Jochen Game macht das. 5-3, Laurin. Es da läuft es doch nine plötzlich wieder. Da kommen auch die Doppel bei Jochen. Game on. Du hast doch ein 6-3 getippt, ja, oder? Richtig, ja. Hm. Und Roman Hensch Tipp ist auch noch am Leben. Und mein Tipp ist nein, gestorben. Nein, Roman Hensch Tipp ist gestorben. Er hat 6-4, ja, stimmt. Aber für Jochen. 60. Ja. Ja, und kein Triple für Cello. Kann das Jochen gleich ausnutzen? Ja, kann er. Er ist wieder in der Triple 20, braucht jetzt aber nochmal seine. Und hat er 121. Er hat seinen Groove gefunden, wenn man so nennen will, wie er gegen Rocco auch gehabt hat. Da war ja wirklich praktisch jeder erste Fall ja, der Triple 20 drin. Cello wieder ohne Triple. 41. Ja, sogar nur 41. Hat bereits die Darts übernommen. Also ein Decider, das würde diesen Tag doch perfekt krönen, Laurin. Also es wäre wirklich unglaublich. Und Jochen bereits 100. Wieder 100 Punkte. Savi 140 aus. Ja, ja. Dachte ich mir auch kurz, aber 120 Punkte bereits wieder vorne. Marcel momentan keine Triple. 59. Ja, 9 Pfeile, kein Triple von Cello sieht man nicht allzu oft.
Ja, da rattert es vielleicht jetzt doch einmal im Kopf. Wieder einmal bei Cello. Findet er das Triple? Er findet es. Bei Jochen ist jetzt sozusagen jede Aufnahme ein Triple dabei. Unglaublich stark von The Answer. Und Cello, die sind... Den müsst ihr doch nützen. Die sind so gut, die Pfeile, aber... Ja, ja, sind halt fast nichts wert. Kleine Schwächephase von Cello und ja. Jochen. Da, der erste Pfeil, der ist so gut. Findet diese Triple 20 70. Wie im Schlaf. Auch wenn es nur zwei Single 5 dazu sind. Ja, das hat jetzt... Ja, war jetzt ein wenig verschenkt. Hätte er sich 100 stehen lassen können, hätte er die Single 20 so, schon. Eine 180 und Cello wäre zurück, aber kann somit kein Finish mehr stellen nach dieser Single 5. Single 5. Uruguay 115. So, geht, ja, wird zuerst unten. Single Bull hat er versucht. Ja, auch eine. Das Pfeile. War jetzt 25. Fahrlässig. Ja, so dass er. Es war fahrlässig. Auch also noch aufs Bullseye geht. Spiel doch einfach Triple 19. Ja, ja. Also den ersten, okay, 16. Aber beim zweiten. Jochen Uruguay, verstehe ich nicht so ganz. Ja, ganz genau, ja. Wieder. Single Bull für. Oh, und jetzt hat er das so, das war zu genau. Er macht eben, glaube ich, für uns, glaube ich. Wir wissen no uns, was das. Und überwirft. Nein. Ist nicht No Score. Doch, es sind 92. Er überwirft 90 Punkte. Uruguay, unglaublich. Und Marcel hat das schon fast so. Was soll das? Er wollte, glaube ich, Doppel 4 stellen, aber für das hätte er die Single 7 gewonnen. Wow. Das könnte dieses Finale entscheiden. Wenn Cello ein Triple findet. Cello hat zwar keine Antwort drauf, aber. Ja, aber 100 wären. 60. Hat nur 60. Vielleicht kommt er mit einem dunkelblauen Auge davon. Ja. Geht jetzt wieder. Nein, das glaube ich. Das wäre zu viel gewesen. Okay, Doppel 16, oder? 74. Ja, hast du richtig mitgerechnet. Cello könnte die ersten Matchstarts kicken. Ich glaube, er spielt über Single Bull, um mindestens einen fürs Bullseye zu kriegen. Nein, macht er nicht. Mm-mm. 74 Rest, Triple 14, Doppel 16. Ja, das Single Bull wäre schon sinnvoll gewesen. Ja, so ich bin überrascht, dass er so gespielt hat. Ganz ist schon ehrlich. Eigentlich relativ gängig, oder? Mittlerweile, also spielt man eigentlich schon Single Bull. Also, ja. Aber mir gefällt es, ganz ehrlich. Also da kommt ja, da muss man ja schon mindestens ein blaues Auge. Game on. Wow. Das war bizarr, dieses Leck. Vielleicht, wenn wir gerade in dieser Ansicht noch sind, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, lasst doch sehr gerne ein 100. Abonnement da auf unserem Kanal. Haben wir heute noch nie erwähnt. Wow, 145 mittlerweile. Ja, darum möchte ich es auch noch mal gerne erwähnen. Ich bin sicher, dass ist der ein oder andere noch mit dabei, der unser Kanal noch nicht abonniert hat. Da würden wir uns wirklich sehr freuen. Und ihr seht es vielleicht bei der Anzahl. Wir sind da relativ kurz vor den 1000 Abonnements oder Abonnenten. Ja, das würde uns natürlich sehr freuen, wenn wir die Marke diesem Wochenende noch knacken würden. Und ich finde, die Partie hätte es auch verdient. Also absolut. 100. Ja, und ich habe mal nachgeschaut bei den Statistiken. Ich glaube, 80% von Zuschauern sind keine Abonnenten. Sind keine Abonnenten. Yeah. Okay, unglaublich. Ja, also erst recht jetzt. So. Josh hat sich auf den Punkt gebracht. Total nervös. Marcel, irgendwie habe ich auch so das Gefühl, er hat so ein wenig... Ja, es ist, also das letzte Leg war sehr, sehr kurios. Erstens wegen Graudenz, der überwirft 90 und dann spielt Marcel gut 91. Das ist kann man in keinem Vorwurf machen. Ist einfach Nein. die riskantere. Ja. Aber ich meine, ein Spieler wie er kann auch gut das 100. Bullseye treffen und dann hat er auch ein Dart auf Doppel. Weißt du, was ich meine? Also es wäre ja nicht klar, nur... Klar, ja. Also ich finde, es macht Sinn, wenn du so gut auf das Bullseye bist ja, für diese Spieler. Also und das 60. Single Bull, das trifft er nicht fast sicher. Also und dann hat er eben den ja. Fall aufs Bullseye. Oder ja, vielleicht seid ihr da anderer Meinung, aber Cello. 137. Wow, sehr gute Aufnahme. Und sehr, sehr wichtig auch vom ist Zeitpunkt. Im Finish-Bereich. Jochen braucht ein Triple. Hat es. Findet er nochmal eins. Der steckt gut. 100. Nein. Was wäre sehr Uruguay 134. 134 für Cello. Triple 20. Triple 14 für Doppel 16. Nein. Der war wild. Sehr wild, dieser Dart. 65 Rest. Single Bull für Tops. Und trifft das Bull. 109. Was ist natürlich nicht ganz so. Aber klar. Jochen Uruguay 96. 96 checken. Doppel 18 Tops. Nein, spielt Doppel 19.
Marcel Jukwai 50. Ja, hat, doch, doch. Das und er überwirft sich, Marcel Walpen überwirft sich. So, geht jetzt Jochen? Wieso stellt er sich überhaupt Doppel 19? Was passiert hier? Jetzt muss er rein. Jetzt muss er. Bitte, Jochen, ganz ehrlich. Ich will diesen Decider. Das hätte die Party auch. Aber ich glaube nicht, dass es macht. Nein. Los go. Aber warum er sich dann. Muss man nicht hinterfragen. 15. Marcel Walpen. Noch einmal die Single 7 für 8 Punkte. Rest wieder so Doppel knapp. Doppel 4. Doppel 4. Matchstart. Marcel Walpen. Einen hat er noch, Laurin. Einen hat er noch. Er verzieht, das gibt's doch gar nicht. Jochen kann es, glaube ich, selbst nicht fassen. Nein, er kann es nicht fassen. Also, geht ja wieder drauf. Da kommt er noch mit. Er geht wieder drauf, ja. Jetzt muss er aber. Jochen. Gibt's gar nicht. Nein, er verzieht nein. wieder. Und spätestens jetzt muss Marcel den Sack zu finden. Jetzt nimmt er es auch mit. Ja, das lässt er sich nicht mehr nehmen. Marcel Walpen. Das ist nicht zu fassen, Leute. Jochen, you require 38. Die Zuschauer wird es amüsieren und sogar die Spieler amüsieren sich. Unglaublich, 160 Zuschauer. Aber geht er jetzt nochmals drauf? Der geht immer noch drauf. Nicht auf. Jetzt das ist der siebte auf der Doppel 19. Der ist drin. Es gibt den Decider. Wir sind im Decider, Mark. 5-1 war der zurück und du hast ja noch nein, das wird nicht passieren. Oder wie die Darts-Gruppe sagen würde, hast du das schon mal gesehen? Decider. Nicht so laut, Marc. Oh ja. Ja, wir sind sehr nahe an Board 1 ran. Ja. Wir haben zwar wirklich eine geile Kommentatorenkabine. Es ist wirklich eigentlich der Hammer, aber es müsste einen Schallschutz hier geben, also respektive unsere Kabel sind halt das Problem, die dort raus müssen. Ja, wir können die Türe nicht ganz schließen, darum ja, habe ich ein bisschen vergessen. Jochen hat es uns vorher schon gesagt. Aber das kann jetzt nicht mehr zurückgehalten werden. 5-5, Deciding Leg im Finale. Was für ein Spiel zwischen Marcel Walpen und Jochen Gaudenz. Und die Fragen hier noch, ob Spieler morgen dabei sind. Also das ist doch jetzt nicht relevant. Nein. Spaß beiseite, Mika Flückiger auch mal wieder mit dabei. Große Aufnahme von Cello Laurin, Achtung. Ich denke auch, das ist jetzt 140 Jochen. Ja, definitiv jetzt. 45. Nur 45. Das sieht sehr gut aus für Cello. Ja. Und er ist und bereits wieder in der Triple 20. Nochmals. Oh. Wow. Ja. Was für ein Deciding Leg von Cello. 96 9. nach 9. Wow. Jochen, 180 sind nicht mal genug, das ist ja das Traurige. Aber hast du jetzt die drei weiteren Pfeile vom Bless? Ja, und das Problem ist jetzt hier wirklich der Anwurf. Achtung, Marcel Walpen, Matchstart Doppel 9. Game, oh, ja. Shot, and the SEC Tour Number 13 Champion, Marcel Walpen. Besser hätte man jetzt nicht sagen können, wie unser Caller. Christopher. Genau, Christopher Wingstrand, oder? Wingstrand, ja. Wahrscheinlich, ich sag's wahrscheinlich auch falsch, aber. Ja, egal. Christopher auf jeden Fall, genau. Was für ein Finale, Marc, oder?